Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Update von mir. Ja, heute geht es um die 36., 37. und 38. Woche. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Update von mir. Ja, wir reden gar nicht lang drum rum. Ich habe momentan das Problem, dass wir einen neuen Telefonanbieter bekommen und deswegen habe ich jetzt gerade kein Internet und deswegen könnte es sein, dass du dieses Video ein wenig später zu sehen bekommst und ja, ich drehe das jetzt einfach schon mal vor, weil ja, es ist ein bisschen was passiert, deswegen glaube ich, ist das ganz gut. Gut, wir fangen an bei der 36. Woche. Die lief relativ unspektakulär. Die kleine Maus hat fleißig gestrampelt und ja, ich hatte immer mal leichte Übungs- und Vorwehen und mir ging es aber relativ gut. Ich habe sehr viel gemacht im Haushalt. Ich habe den totalen Putzwahn bekommen und wollte alles fertig kriegen und ja, ich habe den Babyschrank eingeräumt und ja, das war, glaube ich, so der Nestbaubetrieb, der sich so bei mir ja, schleichend bemerkbar gemacht hat. Was habe ich noch gemacht? Wir waren zur Geburtsanmeldung im Krankenhaus, genau. Und ja, was wird da gemacht? Man bekommt eine Anamnese, das ist ein Gesundheitszustand, beziehungsweise also der Gesundheitsverlauf von einem selbst wird analysiert quasi, ja, welche Krankheiten man schon hatte oder Operationen, wie die Geburten vorher gelaufen sind, wie die Schwangerschaften waren, ob man Fehlgeburten hatte, Risikoschwanger und so weiter und so weiter und so weiter. Das wurde alles besprochen. Und ich wurde halt in die Kartei aufgenommen, ja, damit alles gut verläuft, wenn das Baby denn dann kommt. Ja, damit man halt nicht mehr so viel erzählen muss dann. Ich habe dann auch einen Fragebogen mitbekommen, den ich ausfüllen musste und den ich dann zur Geburt mit ins Krankenhaus bringen muss. Ja, ich habe auch einen Ultraschall bekommen. Ich wurde auch untersucht. Alles war in Ordnung. Muttermund war zu. Ich hatte auch, ja, nur leicht Wehen irgendwie mal auf dem CTG. Und ja, der Ultraschall hat ergeben, zu diesem Zeitpunkt hatte die Kleine ein Gewicht von, Entschuldigung, von, lasst mich mal nicht lügen, 2821 Gramm, genau. Und eine Größe von 42 cm, also eine ganz kleine, zarte Maus. Ich weiß aktuell jetzt nicht, wie schwer und wie groß sie ist, keine Ahnung. Ja, mein Klinikkoffer habe ich fertig gepackt. Und ja, dazu gibt es jetzt dann im Anschluss gleich noch ein Video. Also das werde ich jetzt gleich auch noch abdrehen. Warum ich so ein bisschen nervös bin, erzähle ich euch im weiteren Verlauf des Videos. Essensfavoriten hatte ich eigentlich soweit keine relevanten. Und Trinkfavoriten immer noch Fanta Lemon. Ja, ansonsten war es eigentlich relativ unspektakulär. Womit wir auch gleich zur 37. Woche übertreten können. Ja, die war noch unspektakulärer eigentlich, ziemlich langweilig. Ich habe mich, Symptome hatte ich eigentlich so gar nicht. Ich habe weiter meinen Himbeerblättertee getrunken, meine Hügelchen eingenommen und ja, ich glaube, dieses Sitzdampfbad habe ich, seitdem ich das gekauft habe, ich glaube, dreimal gemacht. Ich gehe mit diesen ganzen geburtsvorbereitenden Sachen momentan ziemlich schlampig um. Oder ich bin damit ziemlich schlampig umgegangen. Ich
Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich was gebracht hat, das alles. Und deswegen, Entschuldigung, deswegen, ja, glaube ich jetzt auch nicht, dass es wirklich was gebracht hat. Die Kleine war relativ aktiv, also mal mehr, mal weniger. Natürlich haben sie jetzt auch weniger Platz und das macht sich eben bemerkbar. Was war denn noch? Die 37. Woche war wirklich echt langweilig. Kleine war aktiv. Meine Erkältung ist so gut wie vorbei. Ein bisschen Husten ist halt immer noch da. Ja, beim Frauenarzt war ich wieder. Ich wurde untersucht. Alles war gut. Auf dem CTG waren wieder kleine Wehen. Ja, ansonsten war eigentlich die 37. Woche wirklich unspektakulär. Dazu gibt es wirklich nichts zu erzählen. Aber wir kommen jetzt zur 38. Woche und da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. Gut, die 38. Woche. Ich bin ja jetzt aktuell in der 39. Woche seit Donnerstag. Ich drehe. Ach so, eigentlich müsste ich euch ja noch ein frohes Neues wünschen, weil zwischendurch war ja Silvester und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und ich glaube, zwischendurch war auch Weihnachten. Ja, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Ja, so viel dazu. Ich bin heute echt ein bisschen verwirrt, aber warum, das werde ich euch jetzt erzählen. Die 38. Woche. Heute haben wir Mittwoch, den 3.1., genau einen Tag vor dem Geburtstag meiner Großen, die morgen 10 Jahre alt wird. Und Mama befürchtet, dass sie an diesem Geburtstag gar nicht dabei sein kann. Warum? Ganz einfach. Ich habe seit Anfang der 38. Woche immer wieder wehen. Und seit 2 Tagen, das heißt seit dem 31.12.2017, Schmierblutung. Also ich habe die Befürchtung gehabt, dass dieser Fropf einfach abgeht. Ja, und ja, dass es jetzt einfach so langsam sich einpendelt, dass der Körper jetzt einfach langsam sich vorbereitet und dass sich jetzt einfach was tut. Schnell wurde mir aber klar, dass das nicht nur der Fropf sein kann. Deswegen habe ich noch über Silvester abgewartet und bin dann gestern zum Frauenarzt gegangen, der mich dann untersucht hat. Zwar keinen Ultraschall gemacht hat, aber ja, eine ganz normale Untersuchung gemacht hat und gesagt hat, dass der Muttermund zwar noch zu ist, Gebärmutterhals eigentlich auch noch eine gute Länge hat, aber der pH-Wert irgendwie beim Abstrich nicht wirklich gestimmt hat und das für einen Blasensprung oder Blasenriss stehen könnte. Das heißt, ich hatte die Wahl, gestern noch ins Krankenhaus zu fahren oder ich ja, sollte abwarten, ob es sich irgendwie vielleicht bessert. Und ja, bis zum heutigen Tag hat es dies nicht getan. Ich hatte auch in der Nacht schon kräftige Wehen, aber sehr, sehr unregelmäßig, sodass man nicht ausmachen kann, ob es jetzt wirklich schon Geburtswehen sind oder eben nicht. Aber ja, ich bin eigentlich drauf und dran, nachher in die Klinik zu fahren. Mein Koffer ist gepackt und ich nehme an, dass das das letzte Update sein wird, was ihr von mir sehen werdet. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr hattet irgendwie nicht wirklich viel in dieser Schwangerschaft von mir, was mir unendlich leid tut, aber es waren echt Verkettungen missgünstiger Umstände und ich entschuldige mich da echt tausendmal dafür. Und ja, wenn ich dann nachher ins Krankenhaus fahre, nehme ich auf jeden Fall die Kamera mit, weil ich will das ja alles wieder ganz schön dokumentieren. Und ja, ich bin echt aufgeregt und bin gespannt, was die im Krankenhaus sagen, weil
Höchstwahrscheinlich wird dann ein Fruchtwassertest gemacht und ja, wenn es wirklich Fruchtwasser ist, dann werde ich wohl da bleiben und ja, dann nehme ich an, dass ich eingeleitet werde oder so und dann, oh mein Gott, ja, wird wahrscheinlich bald die kleine Maus da sein. Viel zu früh für mich, viel zu früh. Ich meine, ich bin jetzt in der 39. Woche, aber ich bin eigentlich jemand, der immer übertragen hat und ja. Vielleicht jetzt bald so ein kleines Bündel Mensch in der Hand zu halten, ist schon ein komisches Gefühl. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der 38. Woche. Ja, relativ aufregend für mich. Aber ja, dadurch, dass ich euch jetzt alles erzählt habe, eigentlich hätte ich ja auch erst am Freitag meinen Frauenarzttermin gehabt, aber ich habe eben angerufen und habe den vorgeschoben, weil ich ja auch nicht wusste, was das jetzt war und was da jetzt irgendwie abgeht. Ich möchte da auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Ja, es ist soweit eigentlich alles fertig und die kleine Maus braucht eigentlich nur noch ausziehen. Das hat auch mein Frauenarzt gesagt. Und wir fahren einfach nachher mal los und schauen. Und ja, ich freue mich und bin euch ganz, ganz dankbar, dass ihr mich auch in dieser Schwangerschaft begleitet habt und auch an die neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ja, ich würde einfach sagen, lasst uns das Abenteuer neues Familienmitglied, neues Baby, sechstes Baby starten. Und ja, natürlich zu allerletzt. Was wäre mir ferner, als euch mein Babybauch zu zeigen? Vielleicht das letzte Mal. Und ja, damit würde ich sagen, beende ich dieses Video. Und würde sagen, ja, vielleicht gibt es doch noch ein Update, ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, bis bald.